So. Okay. Oh, ein Feuerballstab. Na gut. Der kommt zur Bühne hier. Der auch. Kriegsame plus 1 kann weg. Und wir sollten anfangen, unsere Feuerballstäbe zu benutzen. Aber die sind immer so gefährlich, weil ich mich meistens damit selber treffe. Aber Übung macht den Meister. Hm? So, hier geht's nicht weiter. Also mach du mal eine Eile. Ah ne, die haben wir schon verbraucht. Na gut, dann laufen alle einfach so dahin. Und unterwegs sortiere ich mal ein bisschen das Inventar. Er hat keinen Stärketrank mehr. Obwohl, die können wir zu ihm. Und er nimmt die teuren Stärketränke. Schutz vor Blitz. Können eigentlich fast alle verkauft werden. Außer den hier, den kann Gero mal benutzen. Oh, Gero ist weit weg. Oder Jahira auch. Ja. Der erhöht halt die Rüstungsklasse von allen Leuten, die drumherum stehen. Was ganz praktisch ist. Für schwierige Kämpfe. So, oh, du hast neue magische Geschosse. Na gut. Blitzstäbe haben wir 4 Stück. Das ist vollkommen übertrieben. Aber die können wir auch nicht ordentlich benutzen. Also, wir könnten es probieren, hier unten Ping-Pong zu betreiben, aber das geht so oft in die Hose. Ja, aber Blitz-Ping-Pong ist das Erste, was mir einfällt, abzuspeichern. So, Immun, geh mal vor und such nach Fallen. Auch wenn ich irgendwie den Verdacht habe, dass hier keine mehr sind. Jedenfalls... Ja, genau das meine ich. Ich wollte gerade sagen, obwohl ich den Verdacht habe, dass auf dieser Etage keine mehr sind, sondern erst, wenn wir den nächsten Bereich hier weitergehen. Aber gut, ich wurde eines Besseren belehrt. Beziehungsweise Immun wurde eines Besseren belehrt. Da scheint ein Raum zu sein. Hier nicht. Nur ein langer Gang. Ah, doch noch ein Raum. Na gut, alle aufrücken. Dahin. Und ihr geht auch alle da lang, wo ihr gehen sollt. Jo. Gut, dann guckt mal da rein. Oh, doch kein Raum. Nur noch ein Gang. Na gut, dann gehen wir erstmal da lang, damit wir den oberen Bereich der Karte abgedeckt haben. Noch ein Gang. Und eine eingerissene Mauer. Das verspricht... Oh, nichts Gutes wollte ich gerade sagen. Denn Sachen werden normalerweise zu einem guten Grund eingemauert. Oder mit einem guten Grund. So, weiter suchen. Der Rest aufrücken. Dahin. Nein, nicht zurücklaufen. Dahin. Genau. Ist ja nicht so schwer. Du läufst an die Ecke. Gorain würde das nicht gut heißen. Es ist eine Schande. Ja, jetzt ist es plötzlich wieder eine Schande. Eben gerade war ich noch eine gute Gesellschaft. Ich höre irgendwas klappern. Oh. Spinnen. Und fallen. Können wir die noch entschärfen bevor? Nein. Uah. Weg. Lauf, 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 lauf. Und lauft an ihr vorbei und haut das Ding da tot. Obwohl, wir sollten zusammenbleiben, sonst teleportiert sich das Ding gleich einfach zu unseren Magiern. Genau. Alle Rufter. Du hast mir eben doppelt so viele Erfahrungspunkte gegeben wie der Anführer des Eisenthrons. Also der ehemalige Anführer. Der neue Anführer wird jetzt ja wohl dieser Saravok sein. War ja nicht irgendwo eine Falle? War hier nicht Immun eine Spinne? Genau. Genau, bring dich mal da weg, damit Immun in Ruhe die Falle... Ah. Ja, sterb einfach. Stirb. Wie auch immer. Weg da. Mach die Falle weg da. So. Jetzt alle rein da. Ich höre immer noch Spinnen. Jo, 2 Phasenspinnen. Immun weg. Wir
Ist eigentlich inzwischen nur noch nervig, das Hin- und Herspringen nicht mehr wirklich gefährlich. Benutzt sie gerade Feuerpfeile? Ne, benutzt man lieber die Pfeile plus 2. So, alle drauf da. Und immerhin guckt sie schon mal um. Das werden wohl Nester sein. Also früher waren es mal irgendwelche Einbuchten, aber jetzt sind es wohl Nester. Und hier geht's weiter. Stufen sind ein guter Ort für Fallen. Genau wie Torbogen. So. Eine Grabkammer. Stimmt, Alundo soll hier unten irgendwo begraben sein. Da geht's auch noch weiter. Uff. Oh, Falle. Abgeschlossen. Huh. Nee, wir nehmen mal... Was war das? Schriftrolle. Hm. Der kann weg. So. Das zu... Düne hier ist weit weg. Alle Mann dahin. Immun kann sie nicht bewegen. Na gut, die soll eh nicht weglaufen. Aber das sieht mir auch wieder wie sein Buch aus, das die Fertigkeiten erhöht. Wir haben keine Identifikationszauber. Ah, da haben wir welche. Schön, schön. Ich wollte hier unbedingt nicht zu häufig drin schlafen. Denn wir sind ja eigentlich auf der Flucht und so. Handbuch der körperlichen Ertüchtigung. Erhöht seine Stärke. Ja! Endlich. Gerogon kann ein bisschen mehr tragen. So, benutzt das. Blätter ganz schnell durch. Und Stärke 16. Schön, 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 schön. Jetzt kann er 30 Pfund mehr tragen. Oh, das ist doch ordentlich. So, und was hattest du dann noch? Immerhin ein Umhang. Schutzumhang plus 2. Nee, kann sie nicht, kann sie nicht, kann sie nicht, kann sie nicht, kann sie nicht. Na gut, aber wenn ich den da wegnehme, dann könnte sie. Und der hier ist gegen Geschusswaffen, kriegt mal Jahira. Ja, und der kann verkauft werden. So weit, so gut. Da war aber noch mehr drin. Nämlich Edelsteine, die sahen wertvoll aus. Also ich habe sie bisher noch nicht gesehen in diesem Spiel. Die kenne ich normalerweise erst aus Baldur's Gate 2. So, das kann alles mit. Und das scheint es dann hier aber auch gewesen zu sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht Alundos Grab war. Aber wir brauchen alles an magischer Hilfe, die wir bekommen können. Und diese Bücher, die permanent die Stats erhöhen, sind auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Vor allem auch später für den zweiten Teil und das Addon und so weiter. Das wird nämlich richtig knackig. So, wir gehen jetzt mal den Tunnel hier lang. So. Und ja, ich habe gerade an Blitzpingpong gedacht. So, immerhin vor. Aber es ist eine komische Bauart, so dicht nebeneinander Tunnel zu bauen. Die auch in verschiedene Richtungen führen. Oh, da war gerade eine Falle. Ich wollte mir gerade die Karte mal angucken, ob das irgendein Symbol ergibt vielleicht, aber schaut nicht so aus. So, da, Fallen schärfen. Das war bestimmt eine Blitzfalle. Ganz bestimmt. So, Rest kann theoretisch hinterher, aber wenn sie da irgendeine Falle auslöst, wird der Blitz ganz da lang gehen und dann hier abprallen und da weitergehen. Na gut, wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie mit ihrer Fallenentdeckung 100% alle Fallen auch möglichst schnell entdeckt und dann passt das. Oh, da schon wieder eine eingebrochene Mauer.
Das heißt, auch wieder eine Falle vielleicht? Oder auch nicht? Nee, anscheinend nicht. Upsala. Das war gemein, direkt in eine Abbiegung eine Falle zu stellen. Aber ja, das ist wohl der Sinn für die Fallen, hm? Gemein zu sein. Alle gehen in die richtige Richtung. Schön, schön. Immer vor. Und hier ist noch eine Grabkammer, die ist ein bisschen kleiner. Keine Falle hier bisher. Immun ist neugierig. Ich auch. Okay. Ein leerer Sarkophag. Na gut. Vielleicht müssen wir da später irgendwas reinlegen. Gehen wir dahin zurück und nehmen dann den nächsten Eingang. Den hier. So, was kann denn jetzt mal weg? Oh, er hat seine... Ha? Heiltränke müssen da rein. Genau. Du hast da deine Heiltränke und du hast da deine Heiltränke. Er hat keine Verteidigungstränke mehr. Das ist nicht so gut. Dann nimm du mal seine. Das kann einfach weg. Ach, der Gürtel. Ne, wir sind schon ziemlich nah am Spielende. Es kommt jetzt ja noch die Hauptquest ein bisschen weiter und dann der Turm, wenn ich mich richtig ersinne. Also kann sie den Gürtel auch mal anziehen. So. Da geht's lang. Falle. Aber Gott sei Dank nur direkte Schadensfallen und keine Feuerbälle oder sonst was. So, und Immo-Man kann jetzt mal nach Fallen gucken. Was habe ich gesagt? Warum habe ich es gesagt? Oh, das war knapp. Das war ganz knapp. So, Immo-Man dahin. Einmal im Moment. Und du legst die Hand auf im Moment. Kannst du nicht. Na gut, dann werden wir wohl doch hier drin schlafen müssen. Auch wenn mir das nicht wirklich gefällt. Untote. Ach, ein düster Schrecken. Ja, super. Nochmal schlafen. Noch ein düster Schrecken. Na komm, stirb. Oder un-untot oder wie auch immer. Geh dahin. Und schlaf und bitte, bitte. Ja. So, Heilung. Und Heilung. Und eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Sie hat gerade gesagt, dass wir anständig sind. Dabei haben wir Ruf jetzt nur noch 7. Da ist irgendwas buggy. Na gut. Ordentliches Spiel speichern. LP 90.